Es ist wie in fast allen Bereichen. Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Das stellt gerade auch die Tech-Branche fest. Nicht nur deutsche Firmen, auch zahlreiche Tech-Giganten wie Google, Amazon und PayPal kündigen ihren Mitarbeitern. Zigtausende sind davon betroffen. Allein in diesem Jahr, das gerade mal 2 Monate alt ist, haben in der Branche weltweit über 240 Firmen insgesamt rund 78.000 Angestellten gekündigt. So langsam stellt man sich die Frage, was ist da eigentlich los? Steckt die Tech-Branche in einer tiefen Krise? Was genau dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Chris Oliver Schickentanz von Capital Vermögensmanagement. Hallo, Herr Schickentanz. Hallihallo. Ja, lange dachte man, Tech kennt nur eine Richtung, es geht immer bergauf. Gerade passiert aber im Grunde das Gegenteil. Woran liegt das? Wir haben natürlich einen massiven Zinsanstieg durch die aggressiven Handlungen der Notenbanken gesehen. Das lastet auf den Tech-Werten, denn Technologie, der Wert von Technologieunternehmen, der hängt natürlich sehr stark am zukünftigen Wachstum. Und je höher die Zinsen sind, desto weniger ist zukünftiges Wachstum heute wert. Das war die dominierende Bewegung, die wir 2022 gesehen haben und die dann dazu geführt haben, dass Tech-Unternehmen 30-40% auch an Wert verloren haben. Seit Jahresbeginn sehen wir, dass die langfristigen Zinsen wieder deutlicher zurückkommen. Das hilft jetzt auch den Tech-Aktien. Die sind ja in diesem Jahr tatsächlich schon ganz oben in der Branchenrangliste zu finden. Aber allein auf die Zinsen sind die Probleme nicht zurückzuführen. Ich denke, die Probleme sind sehr individuell. Können Sie darauf vielleicht noch mal genauer eingehen? Die Tech-Aktien waren natürlich jahrelang gewohnt, dass sozusagen das Wachstum keine Grenzen kannte. Dementsprechend hat man Mitarbeiter eingestellt, hat auch sehr viel in Marketing investiert. Und jetzt merkt man halt zum ersten Mal, dass das gesamtwirtschaftliche Umfeld etwas rauer wird, dass die Bäume auch für die Tech-Aktie nicht mehr in den Himmel wachsen und dass man dementsprechend stärker auf die Kosten achten muss. Und dieses Umdenken, das hat sicherlich jetzt mal 2-3 Quartale auch bei den Tech-Unternehmen gebraucht. Aber wir sehen, dass zumindest die großen Technologiekonzerne mittlerweile da auch ihre Hausaufgaben machen und wieder stärker auf eine Kostendisziplin achten. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz gerade im Bereich KI durch zum Beispiel ChatGPT. Wie reagiert denn Meta, der Facebook-Konzern, darauf? Wir sehen natürlich viele Herausforderungen. Das fängt an beim Online-Werbemarkt, wo Unternehmen aus allen Industriezweigen mittlerweile sehr, sehr differenziert vorgehen und nicht mehr bereit sind, ja, sozusagen mit der Gießkanne Werbung in die Online-Kanäle umzustellen. Das trifft natürlich von Werbung abhängige Konzerne wie Meta, aber natürlich auch eine Alphabet. Dann sehen wir, dass die Konkurrenz von anderen alternativen Plattformen zunimmt. Das können wir heute noch gar nicht abschätzen, ob ChatGPT demnächst sozusagen Google-Suchanfragen oder Meta als Plattform ersetzen kann. Da werden wir uns sicherlich anschauen müssen, wie sich da auch die Trends in den kommenden Jahren entwickeln. Aber man sieht, dass durchaus die Herausforderungen deutlicher werden. Zudem sitzt eben das Geld der Konsumenten auch nicht mehr so locker. Das heißt, man ist eben nicht mehr bereit, für ein Premium-Abo bei Meta, YouTube etc. zu bezahlen. Das haben wir auch bei Spotify zum Beispiel gesehen. Jetzt schauen wir nochmal auf Apple. Apple lässt seine iPhones vorrangig immer noch in China produzieren. Dort hat aber eben lange die Pandemie gewütet und man hat lange unter Produktionsausfällen gelitten. Welche Rolle hat das dann auch gespielt? Das hat das vierte Quartal massiv überschattet. Wenn man sich den Analysten-Call gestern angehört hat, dann sagte Apple, wir hätten eigentlich ein hervorragendes Weihnachtsquartal gehabt. Die Nachfrage nach dem neuen iPhone, die war eigentlich da, aber wir hatten nicht genügend Komponenten, um diese Nachfrage zu befriedigen. Und das hängt, wie Sie es gesagt haben, ganz entscheidend an den Lieferkettenproblemen aus China heraus. Apple wird sicherlich in den kommenden Quartalen darüber nachdenken, die Lieferketten spürbarer zu diversifizieren. Mit Blick nach vorne haben wir jetzt aber natürlich die Hoffnung, dass mit dem Ende der Zero-Covid-Strategie in China zum einen die Nachfrage aus China heraus sich erholt, zum anderen aber natürlich auch die Produktion der wichtigen Zulieferteile wieder unproblematischer wird. Von daher glaube ich, dass Apple mit Blick nach vorne durchaus ein gutes Investment ist. Mhm. Dann schauen wir uns aber nochmal die Massenentlassungen an. Sind die denn überhaupt wirksam? Ja, die sind wirksam. Also nehmen Sie mal Amazon als ein Beispiel. Amazon wird in Summe 18.000 Menschen entlassen. Das macht fast 20% des operativen Gewinns aus, die man dann zukünftig an Kosten einspart. Das heißt, das ist durchaus ein spürbarer Effekt, dann auch für den Gewinn der Aktie.
Und in welchen Bereichen werden die Menschen vorrangig entlassen? Das sind vor allem Dingen Bereiche, in denen Amazon keine größeren Wachstumsperspektiven mehr sieht. Man hat einige Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel die stimmbasierten Dienstleistungen, eingestellt. Da gibt es dann natürlich auch keinen Bedarf mehr an Mitarbeitern. Teilweise ist das eine Optimierung der Logistik, die in den letzten Jahren doch sehr auch in die Kosten geschlagen hat. Und teilweise ist es sicherlich auch nochmal eine Effizienzsteigerung in den Firmenzentralen, wo man einfach über bessere Prozesse dann auch nochmal Mitarbeiter einsparen kann. Ja, Tech hat insgesamt keinen ganz so guten Stand momentan bei Investoren. Worauf müssen sich dann auch junge Startups aus dieser Branche einstellen? Ich glaube, bei jungen Startups ist eines entscheidend: Sie brauchen ein Geschäftsmodell, bei dem sie Investoren davon überzeugen können, dass das auch langfristig tragfähig ist. Wir haben natürlich in den letzten Jahren sehr viel spekulatives Geld in viele Startups fließen sehen, ohne dass dort jemals, der Zeitpunkt der Profitabilität nahegerückt war. Und das sind Unternehmen, die es, glaube ich, in Zukunft sehr, sehr schwer haben werden, Investorengelder anzuziehen. Es gibt aber natürlich auch junge, dynamische Unternehmen, die sehr wohl in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die Gewinnschwelle erreichen werden und dann auch sehr, sehr schnell profitabel werden. Das sind Unternehmen, die, glaube ich, auch weiterhin von Private Equity, von Wagniskapitalgebern Kapital zur Verfügung gestellt bekommen werden. Sie sagten gerade, Tech ist immer noch ein Investment wert. Es ging ja lange bergauf. Ist denn da noch so viel Luft nach oben? Ja, durchaus. Wir haben ja jetzt eine sehr, sehr spürbare Kurskorrektur gesehen. Und ich glaube, auf den jetzt deutlich reduzierten Kursniveaus kann man wieder selektiv in Technologie investieren. Ich würde dabei tatsächlich sehr stark auf Qualität achten. Das heißt, ein Unternehmen wie Microsoft, das auch in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen weiterhin mit 7-8% wachsen kann, das wäre für mich ein gutes Investment. Auch eine Apple, die mit einem hervorragenden Markennamen und einer tollen Produktpalette aufwarten kann, jetzt durch China nochmal zusätzliche Fantasie bekommt. Heißt, selektiv sein, aber den Technologiesektor nicht komplett meiden. Mit drin lassen, obwohl Microsoft natürlich mittlerweile auch kein ganz günstiges Investment mehr ist. Was tut sich dann noch auf in der Branche? Gibt es kleine Hidden Champions? Es gibt kleine Unternehmen. Das große Problem ist dabei, dass ich als Investor dort häufig nicht so gut reinkomme, weil der Börsenhandel sehr, sehr eng ist. Sprich, mit selbst kleineren Orders kann ich dann den Aktienkurs dort stärker in die ein oder andere Richtung bewegen. Von daher muss man, wenn man in kleinere Tech-Aktien investieren will, sehr, sehr diszipliniert vorgehen. In der Regel am besten mit limitierten Kauforders agieren. Das heißt, sich eine klare Disziplin auch für den Einstieg setzen. Und dann natürlich auch darauf achten, ob man, wenn man irgendwann mal wieder verkaufen will, dann auch genügend Abnehmer findet, die bereit sind, die Stücke zu einem fairen Preis abzunehmen. Und dann zum Schluss ganz kurz, wir haben dann die großen Big-Tech-Unternehmen auf den neuen Zinsschritt der FED reagiert? Ehrlicherweise positiv. Wir haben eine massive Rallye bei Tech-Aktien gesehen. Warum? Weil dieser Zinsschritt der US-amerikanischen Notenbank sich überhaupt nicht mehr in den langfristigen Kapitalmarktzinsen widergespiegelt hat. Im Gegenteil, die Rendite einer 10-jährigen US-amerikanischen Staatsanleihe ist in Reaktion auf die Zinsentscheidung gesunken. Gestern haben wir eine ähnliche Reaktion auch bei den europäischen Staatsanleihen gesehen. Die hatten sogar den stärksten Renditerutsch seit über einer Dekade in Reaktion auf die EZB-Zinsentscheidung. Scheint also so zu sein, dass die Märkte mittlerweile durch die Notenbankentscheidungen hindurchblicken. Auch der DAX hat positiv reagiert. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vielen Dank, Herr Schickentanz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke.